ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, in einer etwas ganz neuen Atmosphäre hier. Heute geht es nämlich, wie man vielleicht hinten erkennen kann, ich darf euch nämlich ein neues Spiel vorstellen. Super Mario Maker 2. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Super Mario Maker 2 könnt ihr zusammen mit euren Kindern spielen, weil hier baut ihr euch das Level selbst auf. Und zum Beispiel könnt ihr das so kombinieren, zum Beispiel die Eltern bauen das Level und die Kinder bespielen es oder umgekehrt, wäre auch mal lustig. Und ja, wir werden das heute zusammen spielen. Und ich habe auch noch für euch am Ende des Videos ein Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich einige Spiele und sonstiges gewinnen. Also ich will noch nicht zu viel verraten, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, da zeige ich euch nämlich, was ihr gewinnen könnt. Aber damit ihr mir kleinen Füchse hier nicht hier runterspult bis zum Schluss, habe ich euch diese Super Mario Figur eingebaut. Die wird jetzt öfters im Video aufploppen. Die müsst ihr dann zählen, wie oft sie vorkommt und es dann unten in die Kommentare reinschreiben. Somit nehmt ihr dann schon automatisch am Gewinnspiel teil. Also schön brav zählen und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir den Patrick, meinen Sohn, zu Hilfe geholt. Wir werden nämlich zusammen das Level bauen und die Michelle wird es dann spielen. Wir werden es, ich habe mal schauen, ob wir es leicht oder super schwer machen. Ja. Hab schon. Ja. Stell es dann mal unten ein, oder? Dass wir zusammen aufbauen. Zweit bauen. Bauen. Nämlich. Du bist Play 1. Yes. Okay, ist fertig. Du musst jetzt hier wieder. So. Okay, das müssen wir jetzt aber mal löschen. Warte. Macht das ich oder du? Du machst das. Wo ist denn jetzt? Du wirst die Taste drücken. Ups. Die Taste, ne, muss ich nicht. Die Taste. Und jetzt geht es einfach zur Rakete. Ja, und dann. Wieso habe ich das nicht funktioniert? Ich habe die Rakete gekriegt. Gedrückt halten. Achso. Muss ich abheben, die Rakete. Yes. Jetzt haben wir quasi alles weggemacht, weil das ist so vom Spiel vorgegeben, dass einmal hier so eine bestehende Welt ist. Und jetzt kann man es so einstellen, wie man möchte. Wenn. Wo bin ich damit? So, wenn man da jetzt nämlich rüber geht. Nochmal die Tasten drücken. Warte, wir entscheiden uns mal für die Welt und so. Da könnt ihr entscheiden, ob ihr, warte, ich schau mal rein. Das ist das Spielthema, da könnt ihr wählen Super Mario Bros. Ganz original, dann 3, Super Mario World oder Super Mario Bros. U. Aber wir nehmen Super Mario 3D World, das ist ein bisschen schöner, finde ich. Deswegen bleiben wir dabei. Dann könnt ihr noch die Umgebung auswählen. Wir haben hier mehrere zur Verfügung, Oberwelt, Unterwelt, Unterwasser, Wüste, Schnee und so weiter. Wir nehmen aber fürs erste jetzt mal so Standard Oberwelt und das andere lassen wir dabei so und ich würde sagen, fangen wir an, oder? Mhm. So, muss ich was drücken jetzt? Was bestimmt jetzt? Also okay, du machst ja schon, du machst schon die, also der Patrick macht jetzt hier unten so eine, wie heißt das? Erde. Oh, Scheiße, was macht? Das ist zurück. Stimmt, wie unnötig wäre das? Okay. Dann mache ich schon so oben so ein paar Ziegel. Das ist ein Geheimtunnel, zu dem man erstmal hinkommen muss. Sind die ein bisschen zu aufwendig für die Michelle da? Ich mache hier auf jeden Fall so ein bisschen so ein paar Ziegelsteine und werde dann so ein paar Goodies drauf machen für die Michelle. Man kann auch Sachen wieder ausradieren. Ups. Wie radiert man nochmal? Ohne dich werden wir hier auch geschmissen. So, okay, jetzt können wir wieder nochmal. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe ganz normal weitergeschmissen. Na, für jeden? Ja, sicher!
Na, wenn man schon einmal einen Pilz gegessen hat, dann kann man nicht noch größer werden, oder? Mal probieren. Aber wir können die, man kann die ja sammeln, oder? Ah ja, stimmt, man hat einen in der aber nicht drin, drei auf. Ja, dann. Ist ja wurscht. Okay. Na gut, dann löscht die halt weg. Ein Glas ist noch da. Okay. Dann mache ich das halt mit den Menschen. Ups. Oh, Leute, dann machst du das viel besser. Was machst du denn da? So, was, die haben noch gar kein Bösewicht reingebaut. So, Bösewicht auch angemacht. Eine Fleischfresserpflanze auch hier in der Mitte. Ups. Ha, vor dem Eingang eine Fleischfresserpflanze. Das ist tricky. Das ist bei mir. Das ist bei dir. Aber ich habe hier eine Fleischfresserpflanze. Bevor man also bei den Tunnel reingehen kann, geht's gar nicht. Special. Warte, du kannst nochmal so kommen. Achso, mehr geht nicht. Okay. So, was könnten wir hier noch machen? Da kommen natürlich geile Items rein. Der Patrick hat natürlich die besseren Ideen, weil der beschäftigt sich halt mehr mit so. So Krams. Ja, genau. Wow, das ist cool. Cool, was machen wir jetzt? Hä? Das steht mir weg. Aber wir müssen mal probieren, ob man überhaupt da hinkommt. Okay, wir machen jetzt einen. Na, wir müssen aber noch zurückfliegen. Wir fliegen zurück? Mhm. Okay, fliegen wir zurück. Das ist schon viel zurück. Okay, jetzt passt. So, wir machen jetzt einen Testversuch. Ja, gut, sind wir gleich reingesprungen. Hier merkt man, den Experten sitzt hier gleich. Okay, schafft man's? Nein! Wieso schafft man es nicht? Man wird abgestoßen. Oh nee. Ach! Man kommt nicht zu Ende. Gut, das heißt, man muss es noch ein bisschen ausbessern. Das ist zu viel, oder? Patrick. Wahrscheinlich zu viele, oder? Du hast kein kein Platz, deswegen können die nicht weg. Was machst du jetzt? Bist du einen weg, oder? Nein, ich hab schon eine Idee. Na gut, ich würde mal sagen, dann machen wir mal, wenn du eine Idee hast, dann warten wir mal deine Idee ab. Ach, schön. Ups. Jetzt kann ich die ganze Zeit so piep oder wuff wuff drüber machen. Ah ja, stimmt. Aber selbst das Piep, das ist mittlerweile auch kein mehr erlaubt. Okay, aber dann mache ich so miau. Oder wuff. Ja. Okay, das ist das. Aber jetzt schwebt doch mein Pilz. Und jetzt kommt da die Röhre. Geht das jetzt? Wieso sollte das jetzt besser gehen? Weil er springen kann, ne? Kurz. Mach nein, okay, passt. Okay, noch ein Test. Jetzt wird's zurück. Nein, jetzt kommen ja die Items raus. Cool. Aber das wird auf jeden Fall noch länger. Hey, mega! Yay! So, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt schnell das Level weiter und ihr lasst euch dann überraschen. Wir zeigen euch dann, wie die Michelle das spielt. So, meine Lieben, unser Versuchskandidat ist da, Michelle. Für sie haben wir jetzt das Level gemacht und es heißt auch Michelles Level, Michelle. So? Ja. Und ich würde mal sagen, los geht's. Bin auf jeden Fall gespannt, was du sagst. Los geht's. Bin auf jeden Fall gespannt, was du sagst.
Du musst spielen. Ja. Du musst dann Speicherboot gehen. Bei Level aus aller Welt, da kann man sich zum Beispiel auch schon gespeicherte Levels aussuchen. Aber du musst Michelles Level spielen. Spielen. Warum ist Mario so klein? So halt. Wir haben hier da in diesem Tunnel so coole Sachen reingemacht. In diesem Glasrohr. Ich habe mich auch gerade gewundert. Da komme ich nach unten. Sind das nicht mega gute Goodies, die wir da reingemacht haben? Welches Level gibt gleich so viel Bonus auf einmal? Gar kein. Naja. Räumer kaputt. Das ist egal. Nein! Naja, das weiß ich nicht, ob du da noch drauf kommst. Obwohl, so gefährlich. Hey! Und wie ist ja mein. Ja, war die einzige Chance nur. Ja, du musst da leider nicht runterfallen. Und wie ist ja mein Herzkommen? Ja, wenn du nicht runterfällst, dann musst du da nicht mehr wieder raufkommen. Vorsicht, nicht mehr runterfallen. Vorsicht. So. Was ist das? Achso, da kann man fliegen. Nein! Nicht runterfallen. Wie kann ich da hoch? Achso, so kriegt man einen. Ich komm da nicht hoch. Du kannst auch das Trampolin oder dieses Sprungbrett da nehmen. Du kannst das Sprungbrett auch nehmen. Hey, du bist klug. Aber hey, gut. Nun. Du kannst auch Sprungbrett. Das eine kannst du lassen. Ja, geh schneller. Pass auf! Ja. Wie soll man da durchgehen? Also das war schon mal. Aber wir haben diesen Stützpunkt aufgebaut. Wie ihr seht, haben wir das Level nicht kinderleicht gemacht. Also der Patrick hatte die spannendsten Ideen. Oh. Oh, ist egal, ist egal. Ich bin wieder gesprungen. Nicht so schlimm. Oh, das ist schwer zu springen. Na, okay, das schaffst du. Du kannst wahrscheinlich auch gleich reinspringen. Wahrscheinlich ist es eh besser. Okay, wie springst du jetzt darüber? Okay. Hui! Was? Der läuft so schnell. Der läuft so schnell. Okay. Warum wechselt der zu mir da? Ich dachte, ich meine, weil die Münze noch da lag. Das ist schwer, oder? Boah, das war so gut. Das war knapp. Und jetzt? Spring! Ja! Das war das Level! Und ich meine, ihr könnt es. Ja, wir haben es jetzt eher so kürzer gebaut, dass es auch ins Video reinpasst. Aber ich meine, man kann es ja so lange bauen, wie man Lust hat. Wie hat es dir gefallen? Was? Gut. Gut oder gut? Gut. Gut, gut. Ja, auf jeden Fall, man kann es länger bauen, man kann es so bauen, wie man möchte. Man kann sich auch andere Levels runterladen. Finde ich voll cool. Also ich finde, es hat jetzt mega Spaß gemacht. So, meine Lieben, und jetzt werde ich euch endlich verraten, was ihr in diesem Video gewinnen könnt. Also, ich habe hier mal echt coolen
Merch für euch. Also alles richtig coolen Stuff von Super Mario. Hier einmal einen Turnbeutel. Dann habe ich hier so ein Heft, Stifte, Notizblöcke. Hier nochmal so ein College-Block. Und natürlich ist das noch nicht alles. Ihr bekommt natürlich euer eigenes Super Mario Maker 2 Spiel. Und das ist noch nicht alles. Es kommt noch mehr. Ihr bekommt auch noch zusätzlich ein Super Mario Party Spiel. Und noch ein Mario Kart Deluxe. Ist das nicht mega cool? Also diese drei Spiele plus eine Menge Merch gehen zu einem von euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt alle brav mitgezählt. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, eine oder einen von euch da draußen glücklich zu machen. Nicht vergessen, in die Kommentare unten reinschreiben. Hier bei dem i könnt ihr auch noch bei der Umfrage mitmachen, ob ihr mehr Lust habt auf solche Gaming-Videos mit den Kindern, wo ich auch mal andere Sachen spiele. Lasst es mich gern wissen, macht da gerne mit. Und sonst, ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!